Grund war ja, dass alle Kinder den sechsten Teil wollten. Also nicht nur die, die das damals gesehen haben, die rausgewachsen sind, sondern von denen auch viele immer noch Wilde Kerle-Fans sind. Sondern auch die Neuen, die jetzt wirklich das damals gar nicht mehr mitgekriegt haben. Die teilweise erst geboren worden sind, nachdem der letzte Film im Kino war. Und die wollten alle den sechsten haben, weil die kannten alle fünf vorher. Und dann ist es natürlich unwahrscheinlich schwer zu machen, wie macht man da weiter? Und wir, die alten wilden Kerle, die wollten ja, da wollten ja viele gar nicht Schauspieler sein. Deswegen haben wir auch aufgehört. Und die sind zwar nochmal zurückgekehrt aus Jugenderinnerungen, weil die einfach so froh über ihre Zeit sind, die sie gemeinsam verbringen konnten. Und das war meine ganz große Angst, natürlich. Und das hat auch, glaube ich, der war auch der Grund dafür, dass wir so lange gebraucht haben, um uns zu trauen, nochmal einen zu machen. Und dann wollte ich, ich kenne halt so mein erster Film, den ich im Kino gesehen habe, das war Winnetou 1. Und wenn ich den heute angucke, den kann man sich nicht mehr anschauen. Der ist so gealtert, der Film, also was damals gemacht wurde, das geht heute nicht mehr. Ne? Und ich wollte das Gegenteil erreichen, also ich wollte, dass Leute, die den ersten gesehen haben damals, oder die wilden Kerle damals, wenn die in den neuen gehen und sich an die alten erinnern, sagen, wow, es war ja noch schöner, als wir es in Erinnerung hatten. Und das ist natürlich ein ganz hoher Anspruch. Und dann sind aber die neuen wilden Kerle, die alten wilden Kerle zur Drehmitte, sind die ins Set gekommen, um ihre paar Drehtage da zu absolvieren. Und dann haben die mit den neuen Kindern gedreht und haben die Muster gesehen oder die Zusammenschnitte aus dem, was wir schon gemacht haben, und die haben gesagt, das ist besser, als was sie damals gemacht haben. Und das fand ich, da ist mir echt was von der Seele gefallen, da war ich dann sehr erleichtert. Und ich finde, es ist anders geworden, obwohl es eigentlich der erste Film nochmal ist, es ist anders geworden. Ja, ich meine, Kinder sind ja keine Schauspieler, sondern Kinder spielen sich selbst. Und deswegen bringen natürlich die Kinder von heute ihre eigene Persönlichkeit rein. Und der Leo, der neue Jimmy sozusagen, der neue Leon, der ist deswegen anders, weil der ist nicht so rotzig, der ist nicht so unüberlegt, dass er erst handelt und dann drüber nachdenkt. Er ist eher so ein Steve McQueen-Typ, der cool ist und besonnen ist und zwar auch frech ist, aber das mit einer unwahrscheinlichen Ruhe macht. Und die Kinder haben sich auch teilweise geändert. Also damals war es ein Befreiungsschlag für Jungs, sich den Raum in der Welt zurückzuerobern, der den Mädchen gegeben worden ist. Weil alle Bücher waren Mädchen, die Hauptfiguren, die Helden. Heute geht es eher darum, ums Erwachsenwerden. Und da brauchten die nicht mehr diese Grundaggressivität, sondern die sind eigentlich, der Film ist wärmer und leichter. Also der Pathos ist da vom Fußball, finde ich, der gehört zum Fußball dazu. Aber er ist nicht, der Film hat trotzdem eine unwahrscheinliche Leichtigkeit und Verspieltheit. Und es ist diese Sehnsucht, glaube ich, die größer geworden ist jetzt immer noch als damals nach so einer analogen Welt. Also durch das, was in den letzten Jahren mit sozialen Netzwerken, mit iPads und Smartphones passiert ist, die gab es ja damals noch nicht bei den ersten wilden Kerle-Filmen. Da kamen die ersten Handys raus, die fotografieren konnten. Zu der Zeit, weiß ich noch, das erste kam noch raus. Und diese Welt, diese Sehnsucht der Kinder nach einer analogen Welt, wo sie wirklich alles echt machen können und selber spielen müssen, die ist noch viel größer geworden, als sie damals war. Man muss offen sein und loslassen, weil ich meine, ich bin jemand, der ziemlich genau weiß, was er möchte, und all meine Filme, die ich mache, haben einen bestimmten Look, glaube ich, der sie prägt, und eine gewisse Art von Fantasie und auch eine Art, wie Kinder spielen. Aber trotzdem muss man aus den Kindern rausholen, was sie selber bringen können. Und sie können es auch nicht immer wiederholen. Also dadurch kriegt man was ganz Neues, was ganz Frisches. Und man muss ständig abwägen, kann man damit auch arbeiten? Ja, das ist das Tolle an Kindern. Und dann, ja, diese Neugier, die die haben,
bersten ja von Neugier. Das ist für mich das Schönste. In Kinderbüchern dürfen Kinder nicht erwachsen werden. Pippi Langstrumpf ist seit 50 Jahren 9 Jahre alt. Und wenn ich Kinder frage, auf meinen Lesungen, ob sie auch 50 Jahre lang 9 Jahre alt sein wollen, zeigen inzwischen die Hälfte der Kinder auf und sagen, sie wollen nicht älter werden. Und wenn ich sie frage, warum, dann sagen sie, wir müssen Verantwortung übernehmen. Aber Verantwortung übernehmen ist das Einzige, was einem den Respekt von anderen Menschen einbringt. Das sind keine Freunde auf Facebook oder irgendwie, dass man ein Foto postet von dem, was man gerade ist oder wo man ist, sondern ist es, dass man Verantwortung übernimmt. Und das ist das, was man beim Fußballspielen unwahrscheinlich lernt, weil auf dem Fußballfeld können die Eltern nicht rauf. Die müssen draußen bleiben. Und man ist selber immer verantwortlich, wie man spielt, ob man es alleine macht, ob man das Team benutzt. Und wenn man einen Fehler macht, wird er bestraft. Und zwar auch, wenn man ihn unfreiwillig macht. Dann kann man nicht sagen, habe ich aus Versehen gemacht, macht doch nichts. Also wenn ein Schiedsrichter im Weltmeisterschaftsendspiel einen Elfmeter nicht gibt, weil er sagt, ich habe es nicht extra gemacht, dann sagt, okay, passt beim nächsten Mal besser auf, gibt halt keinen Strafstoß, dann glaube ich, dann kriegt die Welt aus dem Fugen. Und das ist der Unterschied. Und die Kinder sehnen sich daran. Also Kinder wollen erwachsen werden eigentlich. Ich habe eine 4,5-jährige Tochter, will nichts anderes. Und wenn wir unsere Kinder so erziehen, dass sie mit 9 Jahren das nicht mehr wollen, dann ist falsch. Und das ist das, was eigentlich warum ich diese Filme mache. Weil Kinder spielen unbeaufsichtigt von den Eltern die Welt der Erwachsenen nach. Das ist so Lernsystem. Und ich glaube, diese Freiheit und diese Sehnsucht, die wir haben, ist, dass wir teilweise, ich hatte das noch in meiner Kindheit, ich konnte das noch. Und es ist einfach, ich glaube nicht, dass man danach wieder Kind sein will, aber man fühlt sich vielleicht an die eigene Kindheit erinnert. Und das soll man ja nicht vergessen. Man soll ja nicht vergessen, wie man als Kind war, aber man soll bitte kein Kind bleiben. Das ist ganz schrecklich. In der Fortsetzung hängt immer vom Erfolg des jetzigen Teils ab. Also es entscheidet sich am 11. Februar. Wir haben das Drehbuch schon geschrieben, das musste das über Weihnachten schreiben. Wir haben auch schon eingereicht zu den Förderungen. Die Sitzungen, Entscheidungen werden nach dem Kinostart fallen. Und wenn der Film gut ist, werden wir vielleicht das Geld kriegen. Und ich mochte den dicken Michi sehr gerne. Und ich denke, der ist ja in die Hölle geschossen worden. Ich glaube, dem gefällt es da nicht. Ich glaube, der kommt nochmal zurück.